Mahlzeit zusammen und herzlich willkommen zurück bei den Let's Play Buddies mit 7 Days to Die Insane aus dem Questhaus. Grüße von Raphael. Guten Tag. Und dem Lasko. So, wir haben uns hier verbarrikadiert, Loot gestackt, dass wir weiter können. Und der Keller wartet uns. Oh mein Gott, ehrlich jetzt? Du gehst raus und auf die Falle? Ja. Komm, ja, hier, ich hab ja nicht so ein schickes Helmlicht wie du. Warum nicht? Hattest du doch. Ja, das war in der Loot-Truhe. Oh, wieso hast du auch deine Helmleit in der Loot-Truhe? Kannst du eine Fackel haben? Nö, ich hab doch dich. Nö. Na gut. Dann gehen wir jetzt schön im Morgengrauen, im Dunkeln, in den eh schon dunklen, wahrscheinlich feral verseuchten Keller. Ja, mit Sicherheit. Also hier geht's runter. Lass mich vorgehen. Warte. Da ist ein Scheinwerfer, den kannst du, glaube ich, abbauen. Geh weg. Oh, da kommt was Komisches links in die Ecke. Ja, grün und feral. Da boxt sich da durch. Mensch, du lebst doch noch, oder? Ne, du lebst nicht mehr. Oh, da kommt der nächste Korale. Ich bin noch nie in meinem Safe so oft gestorben wie im Team. Puh. Okay, meine AK ist leer. Gut, dass du mir die Pistole noch gegeben hast. Alter. Kann ich mir eine Schiene basteln? Ich habe kein Ducktape, ne? Mein Bein ist angeknackst. Oh, ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Ja, bringt da nichts. Ich check schon mal die Lage. Tür zu, so. Ist das Klo hier safe wenigstens? Ist hier noch eine Tür drin? Nein. Wir looten vorsichtig. Raphael kommt dann wieder. Ich bin fast da. Oh, ich hab ein Ducktape. Das ist doch gut. Das scrappen wir. Klebeband, warte mal. Schießpulver lasse ich mal fallen. Das können wir ja schnell machen. Zwei Schießpulver bringt uns auch nicht viel. Warte, was brauchte ich denn jetzt? Rezepte, Schiene. Alles da, ja, perfekt. Ah, toll. Hier ist jetzt irgend so ein komisches Vieh, was Fleisch gibt und ich hab nichts zum. Moment. Ja, schon. Ich geh halt eben schießen. Das ist nämlich direkt klar. Vor der Haustür. Macht das. Kohlebrocken schmeiß ich auch. Kohle haben wir im verbrannten Bier. Ich habe gehört, dass du irgendwas abgeschlachtet hast. Ja. Du hast so eine Ranch, ne? Ja. Hier ist nämlich so ein mobiler Scheinwerfer. Den könnten wir schon mal mitnehmen. Ich glaube, den kann man abranchen. Ich guck mal. Ich gehe jetzt hier nicht weiter, ey. Ah, du bist schon hier. Komm, wir säubern erst alles und dann. Lass mal erstmal hier rein. Die ganzen Schalttafeln, hier kannst du eigentlich alles wrenchen, aber
Lassen wir jetzt mal. Okay, ach, ich hab schon. Wir haben schon alles clear, so wie es aussieht. Return to Trader. Okay. Ja, ich gehe mal trotzdem einen Wrench mal. Ich gehe mal noch hier links rum. Ist hier noch was drin? Eigentlich Zombies. Oh, guck mal. Süppchen essen wir das mal auf hier. Wollen wir nichts verkommen lassen. Bein ist jetzt geschient oder was heißt das Symbol? Verstauchtes Bein. Aber das kann man, glaube ich, gar nicht schienen, ne? Nö, geht nicht. Nicht? Nö. Ach, schade. Ich meine, das mal irgendwo mal gemacht zu haben. Okay, hier ist ein Weinkeller, ey. Man den Wein mitnehmen. Hoppala! Okay, Alter. Ich schreie hier immer. Es tut mir leid, Leute, ne? herrlich. Okay, hier ist nichts. Ich hatte gerade noch die Idee, das einmal hier anzuhauen. Ich höre Hunde. Ich auch. Viele. Sehr viele. Ey, da ist ein Kissen, Junge. Oh. Ja. Das ist schon die ganze Zeit in der Hand hier. Sehr viele Hunde. Wo bist du? An der Bar entlang. Ah, geil. Ist ja geil. Ich setz mal ein Frame hier hin. Oder zwei. Lass mich looten am besten. Ja, ich mach auf. Ein Compound Bow. Und eine Schrotze. 5. Die sind knapp über uns hier. Ja. Ich bin auch mächtig überladen gerade. Ich muss hier was entsorgen. Ich hab einen Compound Bow. Hast du noch Muni? Ja. Hast du Plastik in deiner Tasche? Ich schmeiß mal Fleisch und Plastik. Oh, Alter, ich hab ne Magnum. Mit Muni und so. Links von dir ist auch noch. Boden. Ja, hier auf dem Boden. Topfpflanz. Ah, hier. Einmal Pfeile für dich. Komm mal her, der Pfeil. Hier schon mal für dich. Ja, ich muss mal irgendwie da rausgehen, ey. Hobostu. Junge, mein Herz. Ja, Mann. Komm noch mehr. Oh, ich bin gerade links um die Ecke. Auf einmal kommen die da die Treppe runtergerannt, ne? Langsam weiter, ich trete mal. Oh, da kommt einer. Okay. So könnte es was werden. Ich trinke mal schnell einen Schluck. Wie viel Life hast du? 86. Ich höre nur noch einen Hund, glaube ich.
Gott, ist das aufregend alles. So, Freiheit. Endlich. Ja, Mann. Guck mal, da waren wir überall. Alter, aber der Loot war gut versteckt, aber super Loot, ey. Welcher Stufe hat deine, warte mal, deine Schrotflinte? 6. 6, okay. Und die 5 war ja noch schwächer wieder. Ach, alles klar. So, auf zu meiner Quest. Sollen wir uns kurz vom Händler ein bisschen leer machen? Weil mit aufnehmen wird bei mir schwierig. Ich habe nur noch gutes Zeug. Was denn? Ja, nix. Freut sich ein Ast. Hast du noch was zu trinken? Ja, gebe ich dir gleich. Ja. Jetzt schaue ich mal. Ich habe das ja geskillt, dass ich jetzt alle, weiß nicht, 40 oder 30 Sekunden Max Health kriege. Jetzt müsste ich einen Verband nehmen. Weil mir 10 HP fehlen. Ich habe jetzt erstmal beschlossen, den nächsten Punkt, bevor ich es wieder vergesse. Was heißt vergesse? Ich habe einfach jetzt Healing Factor bevorzugt. Aber dann packe ich einen hier in dieses Stahl herstellen. Und danach geht's auf Agility, ey. Kannst du nicht schon theoretisch auch schon Motorräder? Ist doch schon die Stufe lange erreicht, oder? Ja. Oh Mann, so viel zu tun, nur wann? Naja gut, wenn man seine Heimat verliert, ist es ein bisschen schwieriger. Oh ja. Das wird immer wieder erwähnen muss. Ich kann nicht anders, ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, ey. Vor allem, weißt du, was man bei dir ganz extrem merkt, ist, wie du immer noch fertig bist, deswegen. What a wonderful gratitude. Man merkt das richtig. Compound Bow Lederhandschuh. Wir nehmen den Bogen und verkaufen den auch. 7500 EP, 805 Tokens. Sehr geil. So, darf ich mal dein Inventory sehen? Hier, das wollte ich dir verkaufen. Ist das die SMG? Das ist die AK. Warte mal. Hier, Maschinenpistole. Kannst du haben. Das verkaufe ich dir jetzt auch mal. Compound Bow müsste ich 2 Stück haben. Muss eine andere. Einen habe ich doch gefunden und der andere, ah da. Ja, der bringt mehr, weil repariert, dann verkaufen wir ihm den. Und einen Pfeil rausbekommen. Steinpfeil, Gottes Willen. AK ist meine. Das alles gehört uns, das behalten wir. Die Schrotflinte 5 behalte ich mal auch. Ist eine gute. Jo, mal gucken, was er hat. Immer noch dasselbe, oder? Der hat jedenfalls Munition für die Pistole, die werde ich dann jetzt auch kaufen. Wir haben noch 22 Schuss in der Chemiestation, in der kaputten. Ja, ich kaufe trotzdem Munition für die Pistole. Habe ich wenigstens Pistolenmuni, wenn Hunde kommen. Flinte hat er leider nichts. Hast du auch eine Pistole bei dir? Nein. Ich habe leider auch keine zweite Pistole. Aber vielleicht finden wir eine, dann haben wir wenigstens dafür Munition zurzeit. Ich könnte eine kaufen, aber mache ich nicht, ne? Nee, nee. Du hast ja, wie viel Schuss hast du noch für die Shotgun? 28. Okay.
Ja gut, hat immer noch die ganzen Switch und Relays, hast du ja gesagt, die kannst du ja alle herstellen, ne? Ja. Alles klar. Guck ich mal, was ich noch... Ach ja, einen neuen Job annehmen wäre gut. Do you have any jobs? Hat er bestimmt. 600 Meter. Ja, ja, Tier 2, 600 Meter. Oh, da stand irgendwas mit Army Camp. Das wird lustig. Mega lustig. Soll ich die Ranches, die hier liegen, verkaufen jetzt bei ihm? Du hast die gute, ne? Ja, ich hab die gute. Ich kann ja auch Stahl herstellen dann. Verkauf. Mach ich. Also pass auf, was können wir dann hier ablegen erstmal? Das. Oh, das behalte ich mir dann bei mir. Das. Das. Das ist ja alles unsortiert, ich hasse es. Komm, trink mal einen Schluck Wasser, mehr hast du erstmal nicht. Ich hab gleich noch mit. Ja, weiß ich doch. Kaffeebohnen, die können erstmal hier rein. So, guck mal, Dose Erbsen kannst du futtern. Das können wir zerlegen. Ich brauch Platz. Sorry Leute, aber ich muss hier ein bisschen sortieren. Sonst können wir gleich nichts mehr aufnehmen. Ich hätte jetzt einen Bogen. Kannst du Pfeile teilen? Ja. Hast du genug? 110. Mal Platz hier für einen Compound Bow erstmal. Bis wir wieder genug machen können. So, das verkaufen wir. Wo sind die Ranches? Da. Lauben, Federn. Schrotflinte. Irgendwo müsste aber noch eine Ranch sein. Ja, hier. Die verkaufen wir. So, jetzt habe ich Platz. Das bringt kein Geld. Das bringt eigentlich auch kein Geld. Die können wir auch zerlegen. Ach, guck mal, trübes Wasser. Habe ich 4, können da rein. Aha, da, die Muni. So. Great weather we've been having. Verkaufen. Ah, das reicht ihm. Thank you, Survivor. Das eine Messer kommt wieder weg. So, ein bisschen Platz habe ich gemacht. Brava, Junge. Wo bist du? Oh, ich habe hier gerade schon mal ein bisschen rote Pflanzen geholt. Wo ist meine Quest? Scheiße. Meine Quest ist im Schneebiom. Oh. Und zurück zum Trader. Ja, die, warte mal, die kann ich direkt mal hier. Army Camp 02. War das denn hier? Cancel. Quest entfernen. So. Und nochmal, hallo, guten Tag. Jobs. Tier 2 in 700 Meter Fetch Clear 271. Household Ranch. Weil wird ja irgendeine Farm sein. Ja, im National Park wieder zurück. Machen wir. So. Wollt's mir trinken geben und feilen? Trinken. Weile. So. Hab ja auch noch Wasser zur Not. So. Steinfall.
So, von mir aus können wir. Meine Quest ist jetzt knapp 800 Meter und deine? 1,2. Ja, dann kommen wir zu meiner wieder. So, die beiden Quests würde ich sagen und dann ist Tag 25. Entweder suchen wir in der Haus, mein Gott, ich glaube einen Müll. Ist schon wieder 12 Uhr, nee, 11. Suchen wir dann in der Stadt nach einem Häuschen? Ja, wir gucken in der Krankenhausstadt, ne? Wahrscheinlich, ja. Warte, ich sehe gerade, bevor ich es vergesse. Hammer and Forge. At Workbench you can craft Iron Armor and Crucible to craft Forged Steel. Das brauchen wir. Kaufen. So, bevor ich das wieder vergesse. Ja, oder hier, das Aldus-Kabinett. Ja, oder da oben drauf, ne? Ich glaube, da gehen die auch durch wie durch Butter. Es sind halt nicht viele Wände, die gehen von allen Seiten drauf. Fallen brauchen wir gar nicht groß stellen. Nee, warte mal. Wir bräuchten was Großes, weißt du, wo sie viele Wände, viele einzelne Elemente kaputt machen müssen. Oder wir kiten die halt so ein bisschen, ne? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht fest, dass wir das nicht verteidigt kriegen. Ohne Verteidigungsanlagen. Ja, wir brauchen was mit hoher Haltbarkeit. Probe. Ja, könnten wir genauso den Kraken Book hier nehmen. Ist dasselbe Backsteingebäude. Da sind aber wenigstens vielleicht mehr Wände innen drin, die das halten sollen. Könnten wir höchstens ein bisschen verstärken von innen. Ne, die haben wir nur 500 Haltbarkeit, die Wände. Und die vom Kabinett, hast du auch gecheckt? 1200. Ah ja. Aber mir wäre lieber was mit 2500, mindestens. Ja, wir suchen mal eine Fabrik oder sowas. Ja. Wo viel verwinkelt ist. Genau, das meine ich. Ganz aufs Dach, ganz hoch irgendwie. Geierschutz. Geierschutz drauf. Ja, ist ja nur ein Dach über dem Kopf setzen und fertig. Ja. So, wir sind schon da. Hier. Oh, was das Häuschen da? Soll es sein. Ich guck mal kurz hier ganz cheaty um die Ecke wieder, ob hier nicht was rumsteht. Ja, vor der Garage sind auch dicke Fallen. Na, mal gucken. Clear and Retrieve Supplies, ja. Dann müssen wir die Dinger finden. Das ist eine Top-Pflanze. Da hinten steht einer. Wow, da kommt doch schon einer. Wow. Zwei. Aber nichts Rennendes erstmal. Warte. Ich weck sofort noch einen. Mach das. Hol sie mir hier alle ran. Die kriegen nämlich Sneaky-Bonus, die beiden. Ja, sehr gut. Wann habe ich den Arm weggeschossen sofort? Soweit so gut. So, Loot machen wir dann wieder gleich, ne? Ja, ich loote nebenbei schon hier so ein bisschen. Ist ja nicht viel, ist ja meistens offen. Oh, guck mal, 19 Muni. Wer schmeißt denn Geld weg? Wieso findet man Geld im Müll? Ich weiß nicht.